können jetzt vereinbarungsgemäß kommen zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten des heutigen Plenartages. Ich habe den Gong bereits mehrmals getätigt und darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können. Alle einverstanden? Können wir loslegen? So machen wir es. Jetzt müssen wir ein bisschen Ruhe haben, weil jetzt kommt einiges. Und wir müssen auch uns konzentrieren. Die Reihenfolge der Abstimmungen entspricht der Reihenfolge der Aufrufe von heute. Und den parlamentarischen Geschäftsführern liegt auch die entsprechende Liste vor. Haben alle die aktuelle Liste von 17.15 Uhr? Auch das ist so. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 60. Das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, diskriminierungsfreie Blutspende ermöglichen, Drucksache 20-2891. Wer stimmt diesem Antrag der Freien Demokraten zu? Die Freien Demokraten, die Sozialdemokraten und die Linke. Wer ist dagegen? Die AfD, die CDU und die Grünen. Damit ist der Antrag N mit den entsprechenden Stimmen abgelehnt. Tagesordnungspunkt 111, das ist der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Jedes Blut ist rot und rettet Leben. Wer stimmt diesem Dringlichen Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen zu? Das ist die FDP, die CDU, Bündnis 90 die Grünen und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 75, Entschließungsantrag Antrag der CDU und von Bündnis 90 die Grünen, 25 Jahre Verkehrsverbünde in Hessen. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 die Grünen und die SPD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die FDP und die Linke. Da, bitte. Frau Walter hat auch gestimmt. Moment. Immer dagegen. Das wird aufgenommen in das Protokoll. Alles klar. Ich bitte um Verzeihung. Ich muss besser aufpassen. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 22. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der CDU und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Sechstes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches. Drucksachen 20-3062 zu Drucksache 20-2931 zu Drucksache 20-2360. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD. Frau Walter, wie stimmen Sie? Sie haben dagegen gestimmt. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen angenommen und zum Gesetz erhoben. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 106. Das ist die dritte Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE, Hessisches Gesetz zur Sicherung einer fachgerechten Praxisanleitung 20-3063, 20-2932, 20-2435. Wer stimmt dem Dringlichen Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion DIE LINKE und die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, die AfD, Bündnis 90 die Grünen und Frau Walter. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Dringliche Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE abgelehnt. Tagesordnungspunkt 107, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss. Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Betretungsverbot aufheben, Kindertagesstätten bei der vollständigen Öffnung unterstützen, 20-3065, 20-3001. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die SPD und die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 108, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Dringlicher Antrag Fraktion der SPD, Erzieherinnen und Erzieher stärken, 20-3066, 20-3047. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion Bündnis 90 die Grünen und die Fraktion der CDU. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete und DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung an. Habe ich euch übersehen? Und die FDP. Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch enthalten? Habt ihr euch enthalten? Damit ist die Beschlussempfehlung trotzdem angenommen.
Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 47, Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Deutsche Ratspräsidentschaft 2020, Sicherheit, Stabilität und verantwortungsvolles Handeln in schwierigen Zeiten, 2026-10. Wer stimmt dem Entschließungsantrag der AfD zu? Das ist die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das sind die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und DIE LINKE. Damit ist der Entschließungsantrag mit den entsprechenden Stimmenverhältnissen abgelehnt. Wir sind am Ende der Abstimmungen, am Ende der Tagesordnung. Aber ich muss Ihnen noch für die nächsten Tage ein paar Hinweise geben, die wichtig sind. Mit den parlamentarischen Geschäftsführern haben wir vereinbart, dass die Tagesordnungspunkte 25, 26, 27 und 29, das sind große Anfragen, alles Antworten auf große Anfragen, von der jetzigen Tagesordnung abgesetzt werden, dass die vier Antworten auf große Anfragen auf die Tagesordnung der Sonderplenarsitzung am 2. Juni gesetzt werden und dass der Tagesordnungspunkt 28, da hat Günter Rudolph für die SPD mich darum gebeten, direkt in den WVA geht. Ja, das ist 28 ist Wohnungsbestand in öffentlicher Hand. Da ist der WVA der Richtige. Ebenfalls wird die dritte Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes auf der Tagesordnung der Sonderplenarsitzung am Donnerstag, den 2. Juli, stehen. Die zweite Lesung findet am Dienstag, den 30. statt und steht ja bereits auf der Tagesordnung. Auf der Tagesordnung für den Sonderplenartag auf der Tagesordnung für den Sonderplenartag am Samstag, den 4. Juli, werden zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation, das ist das 141er Gesetz, der Gesetzentwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes aufgenommen und der Gesetzentwurf für ein Gesetz über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern. Und wir werden dazu aufrufen, auch darauf, darum hat mich gebeten, der Fraktionsgeschäftsführer der SPD, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, den Top 65, das ist Busunternehmen in der Corona-Krise, Landesregierung muss endlich handeln, rufen wir dann gemeinsam mit dem Haushalt auf. Die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur wird am Dienstag, den 30.06. aufgerufen. Jetzt sind wir wirklich am Ende der Sitzung. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Alles Gute, bis dahin.